Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich ein Battle zwischen der neuen Serie von Panini, die WM Adrenalin XL, gegen die Road to Russia X Adrenalin XL. Und das kommt jetzt alles nach dem Intro. Ich werde jetzt einen Booster hiervon öffnen und hiervon und werde mir die beste Karte rausziehen. Und dann werden wir mal sehen, welche Serie gewinnt. Ich schau mir mal nach. Booster Nummer 1 von der neuen Serie. So, mal schauen, ob ich welche drehen muss. Hier habe ich einen. So. Hier haben wir Uraligani von Iran. Hier haben wir Funes Mori von Argentinien. Hier haben wir Christian Ramos von Peru. Hier haben wir einen von Tunesien, Nicolas Gaitán von Argentinien und Mehdi Benatia von Marokko. Wen nehmen wir denn da? Also ich würde sagen, einer von den zwei hier. Ich glaube, ich nehme Benatia. So, dann kommen wir zu der Road to Russia. Na, wenn ich ihn aufbekomme. So, schauen wir mal, wer hier drin ist. Schauen, ob wir was drehen müssen. Ja. So, hier haben wir dann einen von Kroatien. Cuadrado von Mexiko. Morillo von Kolumbien. Jamie Vardy von England. Der kommt schon mal in die engere Wahl. Na. Oh, Paulo Dybala. Das wird schwer. Und dann noch ein Fans Favorite. Pete Mai oder wie der ausgesprochen wird, von Finnland. Aber der ist schon mal nicht stärker wie die zwei hier. Das wird jetzt schwer. Also, wenn man von den Werten her geht, ist Dybala besser. Ich nehme auch Dybala. So, Dybala und Benatia. Da ist ja aber ganz klar. Somit ist es 1-0 für die Road to Russia. Kommen wir zum zweiten Booster von der neuen Serie. Ich bin mal gespannt, wie ihr das findet hier. Na. Warum habe ich immer so Probleme, die Booster hier aufzubekommen? Mal gucken, ob es so hier aufgeht. Ja. So, erstmal schauen, ob man drehen müssen. Einen, ja. Den machen wir nach hinten. So. Hier haben wir Amadi von Marokko. Masato Morishige von Japan. Felipe Baloy von Panama. Koulibaly von Senegal. Laiwin Gozawa von Frankreich. Oh, und Luka Modric, Fans Favorite. Also den schicke ich ins Rennen. So. Schauen wir mal weiter.
Booster Nummer 2 der Road to Russia Serie. Oh, den bekomme ich so nicht auf. So geht's. So, mal schauen, wer hier drin ist. Oh. Zack. Mario Mandzukic. Thomas Müller. Oh. Also Thomas Müller finde ich besser wie Mario Mandzukic. Vasili Berezutski von Russland. Dani Alves. Den machen wir mal hier hin. John Guidetti von Schweden. Und hier haben wir noch Keyplayer Axel Witzel. Also die drei machen wir mal weg. Jetzt kommt es drauf an hier. Die drei hier. Also der hat hier einen 90er Kontrollwert. Gesamtstärke 237. Also der wäre der höchste. Müller hat gerade mal 232. Ich glaube, ich nehme Witzel. Und Modric gegen Witzel gewinnt Modric. Somit steht es 1:1 für die beiden Serien. Kommen wir zum dritten Booster. So. Schauen, ob wir was drehen müssen. Bestimmt. Yep. Oh. Alter, hier kommt was. Ich hab ein Packluck. Christian Eriksen. Juan Cuadrado von Kolumbien. Hier haben wir Abdul Malek Al-Khaibri von Saudi-Arabien. Hier haben wir Bikir Bjarnason von Island. Ich sag's einmal. Also von Irland, glaube ich. Alexander Samedov. Und jetzt kommt die geile Karte hier. Ich mache ganz langsam. Auf jeden Fall ist sie geprägt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Doch. Was könnte das sein? Es ist eine Invincible. Alter Schwede. Oh. Aber soll ich die ins Rennen schicken? Ich weiß das nicht. Das ist, glaube ich, nicht fair. Ich leg die hier hin. Ich nehme lieber einen einzelnen Spieler. Das ist, glaube ich, fairer. Wie meint ihr das? Aber da wird schwer. Wen könnt ihr denn da nehmen? Dann nehmen wir halt den höchsten Wert. Der hat den höchsten Wert hier. 233. Kommen wir zum letzten Booster, der Road to Russia. Vielleicht habe ich ja hier keinen guten Spieler drin und dann hat Eriksen mit seinen 233 gewonnen. Mal schauen, ob man hier einen... Okay. Hier haben wir Kaspar Schmeichel, Teammate von Dänemark. Na, so gerade. Dann haben wir hier Jonas Svensson von Norwegen.
Dann haben wir Emil Forsberg von Schweden. Na. Hier kommt dann Florin Andone von Rumänien. Oleg Schadov von Russland. Und hier haben wir dann natürlich Game Changer Gareth Bale. Und die schicke ich auch ins Rennen. Und somit hätte die Serie Road to Russia 2-1 gewonnen. Findet ihr das fair, wie ich ausgelost habe? Oder hättet ihr jemand anderes genommen? Ihr habt ja die Karten gesehen. Also die zwei haben jetzt gegen diese hier gewonnen. Machen wir die hier hinten hin. So. Also ich finde es fair. So, ich hoffe, euch hat dieses Battle gefallen. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Like da und ihr könnt auch kostenlos abonnieren. Ich würde mich da natürlich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.